Mittwoch, der 24. Februar, ein neuer Tag bei Finance TV, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Die Schwächephase der Deutschen Bank ist ein großes Thema im deutschen Banking-Sektor. Es gibt viele Leute, die glauben, dass da auch die Karten im deutschen Banking ein bisschen neu gemischt werden. Als Profiteure werden immer wieder die großen Auslandsbanken genannt. Und der Chef eines dieses Hauses ist heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass Camille Vohl heute bei uns ist, der Deutschlandchef der BNP Paribas. Herzlich willkommen bei Finance TV. Guten Tag. Zunächst die Frage, geben Sie doch bitte mal einen kurzen Überblick, wie ist letztes Jahr das Geschäftsjahr gelaufen für die BNP hier in Deutschland, speziell natürlich im Firmenkundengeschäft? Ja, wir haben einen Wachstumsplan hier in Deutschland aufgelegt, 2013, 2016. Ich kann sagen, auch 2015 war voll in diesem Plan. Haben ein Wachstum angestrebt von 8% pro Jahr in diesem Wachstumsplan. Und diesen Wachstum werden wir auch 2015 konnten wir halten. Und das ist sehr gut. Wir konnten auch unsere Aktivitäten ausbauen, die sehr breit aufgestellt sind, so dass ich in einem trotzdem auch einem schwierigen Umfeld, aber trotzdem sehr zufrieden sind, was wir hier in Deutschland hier geleistet haben. Gute Resonanz bei den Kunden, das ist toll, aber auch gute Teams und auch in diesem Sinne auch ein gutes kommerzielles Momentum, was Sie aufgebaut haben. Sie haben Mitte letzten Jahres auch mal eine Zwischenbilanz gezogen für die Firmenkunden. Sie haben gesagt, dass Sie die Zahl der Firmenkunden auf 400 verdoppeln konnten in den 2 Jahren seit dem Start Ihrer Strategie. Wie viele sind es aktuell? Ja, wir sind über 400 in dem Trend, wie wir aufgebaut haben. Wir zielen 600 an, das jetzt die reinen Firmenkunden sind. Wir haben aber auch sehr ausgebaut in den letzten Jahren, wo wir internationale Kunden, die hier in Deutschland von internationalen Konzernen aus anderen Ländern, aus Asien, aus Amerika oder aus Europa hier in Deutschland sind, über 2700 Kunden und wo wir auch von hier, von Deutschland aus, die jetzt in Deutschland betreuen, aber auch mehr und mehr diese Firmen, die Deutschland nehmen als Standort für die europäische Expansion, dann auch von Deutschland aus begleiten können. Das sind zwei starke Pfeiler, die wir fahren. Deutsche Kunden, deutsche Firmenkunden hier in Deutschland, ausländische Kunden, die in Deutschland aufbauen und auch dann eine europäische Coverage aufbauen. Wenn ein so wichtiger Marktplayer wie die Deutsche Bank Schwierigkeiten hat, dann werden das wahrscheinlich viele Wettbewerber auch merken, möglicherweise auch vielleicht sogar positiv. Spielt Ihnen das auch schon Kunden zu im Firmenkundengeschäft, im Privatkundengeschäft? Nein. Ich glaube, wir machen unser Wachstum nicht durch das wir an die Börse gesehen, was da geschieht und jetzt mit anderen Mitbewerbern. Für uns ist es wichtig, dass der wie wir aufgestellt sind, was wir als Firmenstrategie anbieten können und welche Serviceleistungen wir erbringen können, dass das bei den Kunden ankommt. Und was wir genau betrachten, können wir wirklich einen zusätzlichen Mehrwert in Deutschland schaffen? Eine MeToo-Strategie in Deutschland geht nicht. Deutschland ist sehr stark mit auch starken Banken präsent. Darum ist es sehr wichtig für uns, dass wir diesen Mehrwert herausschälen und auch gegenüber Competitors uns auf der kundenbezogenen Leistung differenzieren. Der Kredit gilt im deutschen Banking immer noch als das Ankerprodukt nach wie vor. Sie haben gesagt, dass Sie Ihre Firmenkundenzahl mehr als verdoppeln konnten in den letzten 2, 3 Jahren. Hat sich auch Ihr Firmenkreditbuch in dem gleichen Maße erhöht? Nein, das würde ich nicht sagen, dass unser Firmenkreditbuch sich erhöht hat. Wir haben sehr viel Zusatzleistungen gehabt, auch im Cash-Management, im internationalen Cash-Management. Wir haben Zusatzleistungen gehabt dadurch, dass wir deutsche Firmen im Ausland begleiten, in den großen Märkten, wo wir zu Hause sind. Das heißt, wir machen in Deutschland keinen Wettbewerb nur auf Loanbook und in diesem Sinne auch keinen Pricing-Wettbewerb. Wir gehen in die Breite und wir versuchen mit einer breiteren Leistung durch spezifische Angebote, durch die geografische Netzwerk, was wir haben, in diesem Sinne den Wettbewerb zu machen. Aber die Auswahl für CFOs ist natürlich groß, speziell in Deutschland. Auch andere internationale Banken sind hier aktiv, die ein ähnliches Setup haben wie Sie. Ja. Kann man da wirklich langfristig eine gute Kundenbeziehung aufbauen, wenn man nicht stark im Kredit engagiert ist? Im Kredit sind wir engagiert. Das ist nicht, dass wir uns aus dem Kredit zurückziehen, aber es gibt Kapitalmärkte, es gibt andere Möglichkeiten, sich in Deutschland zu finanzieren. Wir haben Liquidität in Deutschland. Wir machen. Sie sind sehr gerne im Kreditbereich, aber wenn Sie die Statistiken sehen von der Bundesbank, es ist jetzt nicht im Kreditgeschäft, wo die größten Wachstumen sind. Die größten Wachstumen sind in den Serviceleistungen, Cashmanagement international, Abdecken von Risiken. Sehen Sie die Volatilität an den Märkten, sehen Sie die geopolitischen Volatilitäten. Kunden, die international arbeiten, brauchen eine Bank, die international tätig ist und die brauchen auch eine Bank, die ihnen helfen kann, in den verschiedenen Märkten effektiv dann ihre Präsenz auszubauen, ihre Aktivitäten auszubauen und auch dann mitzufinanzieren, lokal.
mitzufinanzieren, auch die Kursabdeckungen oder Hedging von anderen Risiken. Das ist das, wo wir sehr stark in dem Gespräch mit unseren Kunden sind. Aber Loan ist natürlich ein Ankerprodukt und bei den Loans sind wir auch dabei. Aber das ist jetzt nicht nur der Wachstumspfeiler von dem, was wir hier in Deutschland tun. Sie haben ja auch noch den Punkt, dass Sie nicht alles in alle Ressourcen ins Firmenkundengeschäft stecken können. Sie sind ja eine Vollbank. Auch Ihre Offensive in Deutschland tragen Sie an verschiedenen Bereichen vor. Sie expandieren sehr stark im Retail-Banking auch, im Flottenleasing-Geschäft, im Trade-Finance. Sie als Chef des Ganzen hier in Deutschland allokieren natürlich auch die Mittel. Gibt es im Moment einen besonderen Fokus auf dem Firmenkundengeschäft oder auf eine anderen dieser Säulen, dass die überproportional wachsen müssen? Nein, ich glaube, als wir den Wachstumsplan 2013 definiert haben, haben wir gesehen, dass die BNP Paribas-Gruppe, die seit 1947 jetzt hier in Deutschland ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind, in verschiedenen Bereichen schon gute Positionen haben, in anderen Bereichen noch Möglichkeiten haben. Und darum haben wir, wenn Sie sehen, das ist eine zwischen Retail, zwischen den Firmen, Corporate und Institutional Kunden, aber auch zwischen anderen Aktivitäten, Insurance, Real Estate, gibt es Gleichgewichte, gibt es auch verschiedene Positionen, wo, wenn man sie sehr gut verzahnt macht, noch einen zusätzlichen Schub haben kann. Und darum haben wir die Allokation so gemacht, dass wir gesagt haben, wir können, für uns ist es wichtig, eine Franchise, eine Kundenfranchise aufzubauen. Und dadurch, dass wir besser vernetzen, können wir das tun. Das geschieht dadurch, dass wir jetzt investieren. Wir haben sehr stark investiert jetzt in den Bereich von den Firmenkunden, haben ausgebaut, in der Fläche BNP Paribas Houses geschaffen. Heute 8 vereint über Deutschland in allen wirtschaftlichen Gebieten sind wir heute auch präsent nahe an dem Kunden. Wir haben auch im Retail-Geschäft, wo wir Consorbank haben, wo aber kritische Masse von Bedeutung ist, haben wir mit der DAP eine ganz gute Komplementarität bekommen und auch noch einen größeren Kundenstamm, was wir ausbauen können. Wir haben in anderen Bereichen, im Real Estate, haben wir verschiedene Kompetenzen hinzugenommen. Das ist ein Klavierspiel, was man so spielt, damit das Ganze etwas ist, wo wir sagen, ja, wir sind in diesem Markt, konnten wir die globale Franchise ausbauen. Wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews, Herr Vohl, aber natürlich lassen wir auch Sie nicht gehen ohne die 3 Fragen von Finance TV. Mit der Bitte um die ganz kurze Antwort, gern oder ja oder nein. Die erste Frage, sind Sie schon zufrieden mit dem Marktanteil der BNP Paribas im deutschen Firmenkundengeschäft? Nein, noch nicht. Wir haben noch viel vor und es ist noch, wir haben schon viel getan, aber wir haben noch große Möglichkeiten. Die zweite Frage, plant die BNP Paribas in künftig auch offensiver, um kleinere, weniger bonitätsstarke Firmenkunden zu werben? Immer noch gesagt, für uns ist es wichtig, dass das, was wir anbieten, auch bei dem Kunden an Resonanz ist und auch einen Mehrwert schaffen kann. Jetzt weniger Bonität, Risiko ist immer etwas, was man abwägt und das muss in das Ganze hineingehen. Aber für uns ist es wichtig, kann dieser Kunde mit dem, was wir anbieten und wo wir uns gegenüber anderen jetzt unterscheiden, kann er mit diesem Angebot etwas anfangen. Und die letzte Frage, Herr Vohl, werden Sie schon in diesem Jahr die Marke von 500 Firmenkunden in Deutschland knacken können? Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Growth-Plan, den wir aufgelegt haben 2013, erreichen werden und das im Firmengeschäft, aber auch in allen anderen Geschäftsbereichen. Interessante Einblicke in die Strategie der BNP Paribas. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Kamil Vohl. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat Sie auch interessiert. Wir bleiben natürlich für Sie am Ball, wie Sie es von Finance gewohnt sind, was sich in der deutschen Banking-Landschaft tut. Zum Teil auch bei Finance TV. Schauen Sie dafür wieder rein. Wir freuen uns immer darüber. Alles Gute und eine gute Zeit. Tschüss.